Ja, hallo ihm, das ist schon mal Patrick und Beziehungscoach und Psychologe und so weiter. Diesmal ein Videoblog und wenn du mal wieder, also ich freue mich mal wieder über neue Fragen, können auch mal andere Themen sein, Beziehungsthemen, Single-Themen, ganz andere Themen. Schreib mir einfach über das Formular auf liebeschipp.de und wir haben heute das gute Laune-Thema, ist ja ein bisschen die Psychopathie-Woche. Was sagt dein Kaffeegenuss darüber aus, ob du ein Psychopath bist oder nicht? Ist natürlich, wenn wir uns auch noch eine zweite Studie angucken, welche Lieder Psychopathen hören und dann werden wir das Ganze mal einordnen. Und zwar sagt eine Studie in einer wissenschaftlichen Zeitung, von der ich noch nie gehört habe, dass 953 Probanden befragt worden sind und diese nahmen auch anschließend an einem Persönlichkeitstest teil und da ist aufgefallen, dass es einen direkten Bezug gibt zwischen Kaffeegewohnheiten und sadistischem, psychopathischem oder sogar und sogar, nein, sogar macht ja gar keinen Sinn, psychopathisch ist ja das Schlimmere, aber gut, und sogar narzisstischen Neigungen gibt und zwar trinken Psychopathen Kaffee schwarz, ja, sorry für euch Schwarzkaffeetrinker, und altruistische Menschen bevorzugen süß. Das muss man sich zugeben, für mich nicht so, geht das jetzt nicht so gut aus. Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt schwarz trinke, aber definitiv nicht süß auf jeden Fall. Und in einer zweiten Studie wurde, das ist ja schon absurd genug eigentlich, aber in einer zweiten Studie, ich weiß nicht, wer denkt sich sowas aus, wurde versucht herauszufinden in einer kleinen Studie, welche Musikhits hören Psychopathen am liebsten. Also wir denken ja immer an Hannibal Lecter und der hat ja Goldberg-Variationen von Bach gehört. Das wird ja häufig in Filmen so angeteasert mit dass sie halt klassische Musik hören, um diese sozusagen diese reine Musik und dann um diesen Widerspruch zu diesem Horror, den sie dann machen, eben besonders groß erscheinen zu lassen und aber es kam jetzt nicht die Goldberg-Variationen raus, sondern die hören am liebsten so, muss ich mal gerade schauen, sie hören am liebsten Justin Bieber, Lose Yourself von Eminem und No Diggity von Blackstreet und von Justin Bieber, What Do You Mean? Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nur einen, wahrscheinlich würde ich sie alle wiedererkennen, aber egal. Also auch das, schlechte Nachrichten für die Justin Bieber-Fans, wobei der, ich habe auch schon nicht, ob ich da mal ein Video zu mache, wie, wenn ihr das machen wollt, haben wollt das Video, dann schreibt mir mal darunter, wie toxisch ist die Beziehung von Justin Bieber und der Hailey heißt sie, glaube ich, seine Freundin. Wenn ihr das haben wollt, schreibt mir gern. Ja, was können wir daraus lernen? Also einmal, wenn man es wirklich ernst nimmt, was man vielleicht nicht tun sollte, ja, würde ich daraus ziehen, ja, Menschen, die psychopathische Anteile haben, sind Menschen wie du und ich unter Umständen, ne, die du gar nicht erkennst irgendwie und klar, ein hoher Anteil davon, also unter Gefängnis Population ist ein höherer Anteil in die Richtung. Überraschend, aber das kann ich auch sonst, also denke die Leute, die wirklich ja in die Richtung gehen und vielleicht auch hohe Intelligenz haben, aber vielleicht kommen die auch unter Umständen gar nicht erst in den Knast oder so und ja, mit solchen Anteilen, das muss ja auch gar nicht immer voll ausgebildet haben, kannst du natürlich direkt neben dir haben, ist überhaupt keine Frage. Was kann man noch draus sehen? Diese Art von Forschung über, ja, welche, was weiß ich, wie schläft der Narzisst, wie, welches Auto fährt der Psychopath, welche Vogelsorte hat der Histrioniker und ich weiß nicht was, ist wenig hilfreich erstmal. Ich habe sowieso vielfach bei psychologischer Forschung, das ist ja nicht so wie in der Physik, das ist ja alles viel vager, muss unter Umständen eigentlich nochmal wiederholt werden, also man muss sich die Studien genau angucken, aber Psychologie-Studenten und Studentinnen kennen das ganze Problem und ja, man sollte Sachen einfach mit Vorsicht genießen und einfach, was ich immer wieder sage, runterbrechen, Standards und Dealbreaker, was sind deine Beziehungsstandards, was möchtest du in einer Beziehung, wie kannst du deine Anziehungspunkte zu problematischen, hochproblematischen, toxischen Beziehungen, schlechten Beziehungen insgesamt verändern.
machst ja mal eine ganze Arbeit, das auf liebische.de und dir das einfach schenken, so zu gucken auf dem Date, wird jetzt der Kaffee schwarz getrunken oder süß getrunken? Ich meine, das ist wirklich... einfach überlegen, werden meine Standards eingehalten, wie fühle ich mich, kriege ich obsessive Gedanken, muss man jetzt nicht alles hier in diesem Video, ist ja alles vielfach dokumentiert in meiner Arbeit, muss man sich gar nicht reinziehen und es zeigt natürlich, wirft natürlich auch ein Blicklicht auf Persönlichkeitstests, also ich weiß jetzt nicht, welcher da verwendet worden ist, aber in beiden Studien sind Persönlichkeitstests verwendet worden. Ist jetzt auch nicht völlig abwegig, weil einer der großen 5 Persönlichkeitsfaktoren, da wollte ich auch mal wieder zu haben, ist tatsächlich dieses Antisoziale. Und ja, da kann man natürlich Tests zu bilden, aber bilden die es dann wirklich ab? Eigentlich müsste man wahrscheinlich Tiefeninterviews führen, diagnostische Interviews, um die dann wirklich rauszufinden und aber welchen Wert hat dann überhaupt das Ganze? Also diese teilweise auch recht kurzen Fragebögen, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht in der Tiefe erforscht, aber ja, das führt dann manchmal zu kuriosen Ergebnissen, aber wer weiß, vielleicht stimmt es ja sogar und ihr habt wirklich das Merkmal, wo ihr euren antisozialen Partner in Zukunft erkennt, wenn der auf dem Date einen schwarzen Kaffee bestellt, dann rennt, würde ich sagen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.